Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, wieder ist ein Monat ins Land gegangen. Der kalendarische Frühling brachte auch gleich frühlingshaftes Wetter. Wir vom Fernsehteam begrüßen Sie ganz herzlich zur neuen Sendung. Ganz frühlingshaft ging es auch in Wallmünster zu. Viele tausend Besucher erfreuten sich an den 150 Ständen des Frühlingsmarktes. Auch das Wetter spielte mit. Der Frühlingsmarkt im Marktflecken Wallmünster erwies sich mit über 150 Marktständen, einer beeindruckenden Autoschau und einem Flohmarkt als großer Publikumsmagnet für die gesamte Region. Schon kurz nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich war es nahezu unmöglich, noch einen freien Parkplatz in der Umgebung zu finden. Gegen Mittag drängten sich die Besucher dann dicht an dicht durch die Straßen des Marktfleckens. Die Vielfalt an Angeboten auf dem Markt begeisterte die Besucher und die frühlingshafte Atmosphäre trug zur positiven Stimmung bei. Die kulinarische Vielfalt bot den hungrigen Besuchern eine große Auswahl. Besonders beliebt war der Stand des Kinorestaurants Pastori, der mit deftiger Suppe aus der Gulaschkanone der Ronstädter Feuerwehr aufwartete. Auch die Autohäuser konnten mit über 100 ausgestellten Fahrzeugen zahlreiche interessierte Besucher für sich gewinnen. Die Präsentation der neuesten Modelle und Technologien sorgte für zufriedene Gesichter. Insgesamt war der Frühlingsmarkt wieder einmal eine rundum gelungene Veranstaltung, die nicht nur die örtliche Bevölkerung, sondern auch Besucher aus der gesamten Region anzog. Die gelungene Mischung aus Marktständen, Autoschau und Flohmarkt machte den Tag zu einem erfolgreichen Ereignis für alle Beteiligten. Spannend ging es zu bei der Bürgermeisterwahl in Marktflecken Vilmar. Es kommt selten vor, dass ein Amtinhaber nicht wiedergewählt wird. So aber in diesem Fall geschehen. Umso größer war die Freude bei der erst 30-jährigen Herausforderin. Wir waren am Wahlabend vor Ort. Die Bürgerinnen und Bürger von Vilmar haben entschieden und ihr Votum war eindeutig. Alicia Bogler wird die neue Bürgermeisterin der Gemeinde. Was zunächst als spannendes Rennen erwartet wurde, entwickelte sich schließlich zu einem klaren Sieg für die Herausforderin. Das bange Warten hatte sich gelohnt, denn bei der Stichwahl erhielt Alicia Bogler satte 63% der Stimmen, während Amtsinhaber Matthias Ruhbröder mit nur 37% abgeschlagen zurückblieb. Besonders bemerkenswert ist, dass Alicia Bogler in allen Ortsteilen eine deutliche Mehrheit erzielte, was ihre breite Unterstützung und Akzeptanz in der gesamten Gemeinde unterstreicht. Als das Endergebnis verkündet wurde, brach Jubel aus. Das war ja quasi ein Durchmarsch. Hätten Sie mit so einem Ergebnis gerechnet? Ich habe es natürlich gehofft, aber man weiß nie, wie es sich dann vom ersten Wahlgang zur Stichwahl noch entwickelt. Und wir haben bei anderen Wahlen gesehen, dass dann die Wählerwanderung doch was ganz anderes ist und wie die Wahlbeteiligung ist. Von daher bin ich einfach nur überglücklich gerade. Was möchten Sie anders machen als Ihr Vorgänger? Ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich die Kommunikation, die transparente Kommunikation und vor Ort zu sein. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall in jedem Ortsteil präsent sein mit Sprechstunden vor Ort, Ortsbegehungen, aber dann halt auch Abläufe erklären. Und genau, das ist so das oberste Credo. Herr
Ruppröder, hätten Sie mit so einem schlechten Ergebnis gerechnet? Ja, also nach dem ersten Wahlgang war es klar, das wird auf jeden Fall knapp, wenn es positiv ausgehen würde für mich. Dass es jetzt so kommt, gut, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich muss ja Frau Burg lassen, sie hat einen guten Wahlkampf gemacht. Kann man sich bestimmt auch nochmal was von abgucken. Aber hier, wir können es jetzt nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und ja, jetzt geht das Leben auch wieder weiter. An was wird es gelegen haben, dass das Ergebnis so schlecht war? Ja, das jetzt so kurz nach dem Wahlausgang zu sagen, ist ein bisschen schwierig. Sicherlich habe ich in den letzten 6 Jahren nicht alles richtig gemacht. Kritik kann man immer üben. Gab es auch bestimmt den einen oder anderen Punkt, den man üben konnte. Und ja, das haben die anderen natürlich dann auch aufgegriffen und einen guten Wahlkampf gemacht. Und alles andere müssen wir jetzt erstmal analysieren, woran es wirklich gelegen hat. Und wie geht es bei Ihnen weiter beruflich? Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich sag mal, Ebbes ist für Ebbes gut. Und wo sich die eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ich ziehe das positiv daraus. Ich habe jetzt wieder mehr Zeit für meine Familie. Und ja, es ist zwar ärgerlich und auch ein bisschen bin ich auch traurig, muss ich sagen. Aber das Leben geht weiter. Unter den Zuschauern befanden sich zahlreiche Bürgermeisterkollegen aus benachbarten Gemeinden, die das Ereignis mit großem Interesse verfolgten. Viele Filmarerinnen und Filmarer sowie Mitglieder ihrer Partei, der SPD, gratulierten Alicia Bokler herzlich zu ihrem Erfolg. Es ist ein historischer Moment für Filmar und die Gemeinde kann gespannt sein auf die kommenden Entwicklungen unter der Führung ihrer neuen Bürgermeisterin. Im Rahmen unseres Küchensonderverkaufs in Ehringshausen in Weilburg hast du die einmalige Möglichkeit, dir deine neue Traumküche zu absoluten Sonderkonditionen zu sichern. Deine neue Traumküche zum kleinen Preis? Sei jetzt schnell und sichere dir noch heute einen Termin und profitiere von attraktiven Vorteilen. Jetzt wieder wie gewohnt die Nachrichten aus der Region. Aber vorher unsere Bitte, beachten Sie unsere Werbekunden, ohne die ein solches Magazin nicht möglich wäre. Im idyllischen Weilburger Ortsteil Kirchhofen gab es kürzlich große Aufregung um ein Schwanenpaar, das ein Nest direkt am vielbefahrenen Leinpfad an der Lahn errichtet hatte. Die Freude über das baldige Schlüpfen der Eier wurde jedoch von Besorgnis überschattet, da die gewählte Lage des Nestes äußerst ungünstig war. Der Leinpfad wird von zahlreichen Spaziergängern mit Hunden und Fahrradfahrern stark frequentiert, was zu potenziellen Störungen und Gefahren für das brütende Schwanenpaar führen könnte. Ein aufmerksamer Nachbar erkannte die prekäre Situation und informierte sowohl die Öffentlichkeit als auch die örtlichen Behörden über das Problem. Obwohl anfangs eine Absage der Behörden erfolgte, griff schließlich der Bürgermeister persönlich ein, um die Situation zu lösen. Bereits am nächsten Tag nach dem Hilferuf wurde vom Bauhof der Stadt eine Absperrung rund um das Nest aufgebaut. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass das Schwanenpaar und ihre bald schlüpfenden Küken ungestört brüten können. Die schnelle Reaktion und das Engagement des Bürgermeisters wurden von den Anwohnern und Naturliebhabern gleichermaßen gelobt. Dank dieser schnellen und effektiven Intervention kann die Schwanenfamilie nun in Ruhe ihren Nachwuchs großziehen, während die Besucher des Leinpfads weiterhin die Schönheit der Natur genießen können. Bei Krah und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Krah und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg.
Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass viele der heutigen Osterbräuche wie das Anzünden von Osterfeuern und das Färben und Verstecken von Eiern tatsächlich auf heidnische Rituale zurückgehen, die bereits lange vor der christianisierten Zeit praktiziert wurden. Diese Bräuche hatten meist mit Fruchtbarkeit und dem Beginn des Frühlings zu tun. Die christliche Kirche stand diesen heidnischen Traditionen zunächst skeptisch gegenüber und versuchte sogar, sie zu verbieten. Doch die Volksverbundenheit und der tiefe kulturelle Einfluss dieser Bräuche waren zu stark, als dass sie einfach ausgelöscht werden konnten. Die Menschen feierten weiterhin die Ankunft des Frühlings, die Wärme und das Wachstum nach den kalten Wintermonaten. Um diesem Brauchtum einen christlichen Anstrich zu geben und die heidnischen Elemente zu überlagern, griff die Kirche zu einer geschickten Umdeutung. Die Feuer, die einst die Rückkehr der Sonne und den Sieg des Lichts über die Dunkelheit symbolisierten, wurden nun als Zeichen der Auferstehung Christi interpretiert. So wurde aus dem heidnischen Frühlingsfeuer das christliche Osterfeuer. Organisieren seit 2018 das Osterfeuer hier in Udersbach, machen das von der Kirmesburschenschaft aus und ja, stellen seitdem alles alleine auf die Beine, probieren uns ein bisschen aus. Letztes Jahr haben wir jetzt erstmal eine Biergondel mit bestellt. Das fährt sich auch ganz gut, so können wir alles unter einem Hut haben und ja, das wird ganz gut angenommen, macht sehr viel Spaß, das mit den ganzen Jugendlichen von Udersbach zu machen. Ist das jetzt heidnisch oder christlich? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Wir sind offen für alle, würde ich mal behaupten. Okay, ist das nun ein heidnisches oder ein christliches Fest? Na, soweit ich weiß, es ist ein heidnisches Symbol. Aber ich denke, wir leben heute in Zeiten, wo wir doch vieles miteinander verknüpfen. Halloween ist auch heidnisch und die Kinder haben Spaß dran. Und wollen wir den Kindern den Spaß nehmen? Ich denke, man kann hin und wieder auf christliche Ursprünge verweisen. Und man kann auch das Ostern sehr christlich feiern. Aber wenn das Zusammenkommen der Menschen hier das miteinander feiern, das, denke ich, ist heutzutage das Wichtigste. Und von daher kann ich als Ortsvorsteher nur begrüßen, dass die Kirmesburschenschaft sich so engagiert. Sie hat das Dorfleben sehr belebt und hilft uns auch, wenn die Ortsbeirat Seniorennachmittag hat und sowas. Also ich kann da nur vielen Dank zu sagen für dieses Engagement. Also ich glaube, dass es weder etwas Religiöses noch etwas Heidnisches, also gar nicht theologisch, sondern einfach die Kultur, das Miteinander, das ist hier im Zeichen des Udersbacher Osterfeuers, dass man sagt, man freut sich, die Gemeinschaft, dass die Burschenschaft so etwas macht, die Leute zusammenbringt, das ist, glaube ich, der wirkliche Hintergrund, die Gemeinschaft und nichts Theologisches.
Autoankauf oder Verkauf sind Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Besuchen Sie uns unter autoankaufhessen.com. Bewerten Sie Ihr Fahrzeug schnell und einfach online. Nach Eingabe Ihrer Fahrzeugdaten erhalten Sie in wenigen Schritten eine unverbindliche Marktpreisbewertung. Anschließend vereinbaren wir gerne einen Termin mit Ihnen zur technischen und optischen Bewertung Ihres Fahrzeuges. Die Begutachtung erfolgt durch unseren Werkstattmeister in einer für Sie entspannten Atmosphäre und nach objektiven Kriterien. Sollten Sie anschließend mit unserem Angebot einverstanden sein, sichern wir Ihnen eine schnelle, transparente und seriöse Abwicklung der Formalitäten zu. Selbstverständlich erfolgt am gleichen Tag eine Geldauszahlung und eine garantiert schnellstmögliche Abmeldung Ihres Fahrzeuges. In kaum einem anderen Land Europas ist der geologische Untergrund so vielfältig wie in Deutschland. Urzeitliche Gebirge, Wüsten, Meere, Vulkane und Meteoritenkrater. Während der Norden vom Eiszeitalter und dem Vorrücken riesiger Gletscher geprägt ist, treten im Süden Formationen aus dem Erdmittelalter zutage. Herausragendes Beispiel dafür ist der heimische Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, der sich über eine Region von ganz besonderer geologischer, landschaftlicher und kulturhistorischer Qualität erstreckt. Hier erleben Besucher eine einzigartige Zeitreise durch die Erd- und Bergbaugeschichte. Lahnmarmor und Eisenerz im Lahn-Dill-Gebiet, Basalt und Ton im Westerwald oder die Spuren der Vulkane im Taunus. All dies sind nur einige Facetten einer Landschaft, die über 400 Millionen Jahre Erd- und über 2500 Jahre Bergbaugeschichte erlebbar macht. Ja, der Geopark Westerwald-Lahn-Taunus wurde im Jahre 2010 von den vier Landkreisen Limburg-Weilburg, Lahn-Dill, Westerwald und Altenkirchen als Projekt gegründet, das heißt ein Netzwerk darzustellen zwischen den touristischen und geologischen Highlights in der gesamten Region. Jetzt sind wir ein Verein mit festen Strukturen. Wir haben eine Geschäftsstelle, die noch weiterhin in den Häusern der Geowelt Fortuna auf der Fortuna in Solms-Oberbiel eingemietet ist und können selbstständig arbeiten und haben somit eine künftige Perspektive. Geopark wird ja getragen von dem Lahn-Dill-Kreis, dem Landkreis Limburg-Weilburg, dem Westerwaldkreis und dem Kreis Altenkirchen. Und er ist ein Netzwerk von den verschiedensten tollen Einrichtungen, die immer jeder für sich alleine gearbeitet hat, und wir schützen uns jetzt gegenseitig, und auch durch die Anerkennung als nationaler Geopark hat er sowohl wie ein Filmer als auch bei uns die Gruppe Fortuna oder die Adventhöhle oder das Landschaftsmuseum in Hachenburg, den Stöffelpark, doch sehr viel Impulse gegeben. Also die Ausstellung, die wir hier im Lahn-Marmor-Museum über die Saison präsentieren, ist eine Gesamtschau eigentlich der deutschen Geoparks, die als nationaler Geopark zertifiziert sind. Und die wird jetzt die ganze Saison von April bis Oktober hier im Lahn-Marmor-Museum zu sehen sein.
Genau, also die, also in der Ausstellung aktuell präsentieren sich 19 als nationaler Geopark zertifizierte Geoparks in Deutschland, die ja aktuell eben das Zertifikat von der Geo-Union Alfred-Wegener-Stiftung erhalten haben. Das ist also ein Qualitätsmerkmal für die ja, Präsentationsqualität, die man in den Regionen erwarten kann zum Thema Geowissenschaften. Und das wird auch alle 5 Jahre mit einem Zertifizierungsverfahren erneuert. Und unser Geopark Westerwald-Land-Taunus hat das vorletztes Jahr dann auch wieder erfolgreich für die nächsten 5 Jahre bekommen. Der Geopark Westerwald-Lahn-Taunus bietet somit nicht nur einen Einblick in die geologische Vergangenheit Deutschlands, sondern auch eine Chance, die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur sowie die Bedeutung der Geologie für unsere Lebensräume besser zu verstehen. Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort, immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de. Die Schlossgalerie von Linda Bausch auf dem Weilburger Marktplatz feierte ihr 10-jähriges Bestehen inmitten einer Atmosphäre von Kunst und Freundschaft. Seit einem Jahrzehnt fungiert die Schlossgalerie als ein Ort der Inspiration und des kreativen Austauschs in der Region. Linda Bausch, die Gründerin und treibende Kraft hinter diesem kulturellen Hotspot, zeigte nicht nur ihre eigenen Werke, sondern präsentierte auch eine vielfältige Auswahl an Bildern, Keramiken und Holzskulpturen von befreundeten Künstlern. Diese bunte Palette spiegelt die Vielfalt und die künstlerische Qualität wider, die die Schlossgalerie über die Jahre hinweg ausgezeichnet hat. Olaf Stein begleitete die Vernissage mit Irish Folk auf der Gitarre. Tatsächlich 10 Jahre ist es her, da standen diese Räume hier leer und ich habe mit Michael Abel damals zusammen, haben wir gedacht, so wunderschöne Räume, da machen wir was draus. Ja. Und dann habe ich federführend dann eben eine Galerie eröffnet. Wir haben also mehrere Ausstellungen gehabt, teilweise auch mit Thema. Zum Beispiel Rhythmus war eine Ausstellung oder Schwarz und Weiß. Dann habe ich auch sehr gerne immer Künstler eingeladen, die mit mir ausgestellt haben. So zum Beispiel den Herrn Friedrich aus Usingen, die andere Dore Meyer aus Neuansbach. Erich Klotz, der ja auch hier in der Künstlerkolonie ist, war immer auch dabei. Wen hatte ich noch? Caroline Schmid. Ja, Steinmetzin, gute Freundin von mir. Und ja, wir haben aber auch nicht nur Künstler, bildende Künstler, sondern wir hatten auch Lesungen, wir hatten verschiedene Veranstaltungen im Weltladen, Verkostungen, den einen oder anderen Sektempfang, wenn anschließend dann in die Schlosskonzerte gegangen ist. Ja, auch mit der Stadt, immer wenn alle Feste oder Veranstaltungen waren, dann war ich hier beteiligt. Teilweise auch mit einem Kindermalwettbewerb zum Kindertag. Ja, also haben wir einiges gemacht in diesen 10 Jahren. Und dann natürlich 2 Jahre Corona, darf man auch nicht vergessen. Danach ist es relativ langsam auch eingelaufen, dass die Leute auch wieder reingekommen sind. Aber ich muss sagen, das letzte und auch das vorletzte Jahr sind also wieder sehr gut gewesen. Ich hatte also viele Gäste.
Und ich habe ja nur in den Sommermonaten auf, also von März, Ende März bis Ende Oktober. Also ich habe mir vorgestellt, dass in diesem Jubiläumsjahr in jedem Monat ein besonderes Event ist. Das fängt also heute an mit der Vernissage, ja, zu der also wirklich viele Leute, viele Freunde, aber auch andere Künstler gekommen sind. Und Olaf Stein, heute auch an der Gitarre Irish Folk präsentiert. Das ist also für März die Veranstaltung. Für den 21.04. habe ich mir überlegt, weil ich viel mit Kindern und Kunst arbeite, dass ich ein Kindermalen mache. Ich will es nicht Wettbewerb nennen, sondern ein Malen. Wir malen den Frühling. Und ja, es gibt dann auch Preise und ich werde sie also ein bisschen hier präsentieren und ausstellen. Ein Spaziergang um den Hauselai in Weilburg ist nun wieder möglich. Beide Brücken um die imposanten, sagenumwobenen Felsformationen an der Lahn wurden neu errichtet. Die etwa 70 Jahre alten Brücken waren in die Jahre gekommen und mussten erneuert werden. Nun können Einheimische und Touristen den beliebten Naturweg zwischen dem Odersbacher Weg der Kettenbrücke und dem Rollschiff- und Jugendzeltplatz wieder gehen und dabei die herrliche Natur genießen. Wir befinden uns hier mitten an der Lahn, mitten in der Altstadt, und zwar auf der anderen Seite, rund um den Hausleifelsen. Und der Hausleifelsen und die Lahnseite hier, sie verfügt über eine ganz besondere Wanderroute. Der Lahnwanderweg, er verläuft hier. Es ist eine Route, aber nicht nur für Wanderer, sondern auch für Menschen, die in der Altstadt hier drüben wohnen und arbeiten, die in der Mittagspause, die am Wochenende gerne diesen Weg nutzen. Und um diesen Weg nutzen zu können, braucht es genau diese Stege. Und um die ging es. Die waren nach über 70 Jahren baufällig. Es war nicht klar, wie die Verankerungen im Fels noch funktionieren oder ob sie funktionieren, welcher Verfassung sie sind. Also war angezeigt, mit planerischer Unterstützung und auch mit entsprechenden Fachfirmen diese Stege neu aufzubauen. Das war etwas herausfordernd. Es wurde vom Wasser aus gearbeitet. Die Teile wurden hier händisch hergebracht. Es war also viel Muskelkraft erforderlich und viel Handwerkskunst, wie wir sehen, am Steg auch. Es hat verschiedene Höhen. Er musste angepasst werden, zugeschnitten werden an den Fels, also eine relativ komplexe Maßnahme. Die Maßnahme selbst hat mit allem Drum und Dran rund 400.000 Euro gekostet. Deswegen gilt mein Dank auch den politischen Mandatsträgern, die das Ganze überhaupt mit dem Budget erst möglich gemacht haben. Wir waren uns in der Stadt aber alle einig, sowohl vom Stadtbauamt als auch von der Politik, dass es lohnenswert ist, diese Route hier wieder herzurichten. Wie gesagt, nach 70 Jahren wurde es Zeit. Jetzt ist das Ergebnis, wie ich finde, wunderbar gelungen. Passend zur Saison, die Vögel zwitschern, es wird grün. Also ab heute ist diese Route wieder begehbar mit zwei neuen Stegen rund um die Hauselei-Felsenanlage. Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an.
Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Kamera 3, Ruhe bitte! Dankeschön! Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Bürgerliches Engagement ist gerade in der heutigen Zeit wichtig. Weilburg ist da keine Ausnahme. Am Samstag vor Palmsonntag gab es gleich zwei vorbildliche Aktionen. Zum einen eine Bürgerpflanzaktion, zum anderen die Aktion Saubere Stadt. Lahntal-Fernsehen war dabei. Als Reaktion auf Baumverluste durch den Klimawandel heißt die Devise Aufforsten. Eine Bürgerpflanzaktion soll dabei helfen. Man traf sich in Drommershausen am Sportlerheim und wurde von den Fachleuten eingewiesen. Als Baumarten wurden die Lärche und die Esskastanie und Felsenbirne gewählt. Diese Baumarten zeichnen sich durch ihr rasches Wachstum in der Jugendphase aus. Ein kleines neues Wäldchen wird somit bereits nach wenigen Jahren wiederhergestellt sein. Diese Baumarten haben zudem eine hohe Trockenheitstoleranz und sind somit fit für die Zukunft. Ja, heute sind wir hier in Drommershausen und heute sind wir bei der zweiten Bürgerpflanzaktion der Stadt Weilburg zusammen mit unserem Partner Hessenforst. Die zweite Bürgerpflanzaktion, wir sind mit der ersten gestartet und uns war es wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Mitnehmen in die Thematik Wald, denn die hat sich kolossal verändert. Es freut mich, wie wir hinter mir sehen, dass so viele Bürgerinnen und Bürger dieser Einladung hier gefolgt sind. Diese Fläche, die wir hier aufforsten, sie bestand mal aus Fichten. Und gerade die Fichte, aber auch die Buche, das sind die Baumarten, die einen Großteil unseres Stadtwaldes ausmachen. Und die leiden massiv unter diesen sehr, sehr starken klimatischen Veränderungen, die wir seit den Sommern 2018, 2019, 2020 definitiv zu verzeichnen haben. Das heißt für uns als Stadt, wie gehen wir damit um? Aus meiner Sicht geht nur eines, nämlich der Weg nach vorne. Das heißt der Weg in die Aufforstung, der Weg in unseren Wald, damit der Wald auch in Zukunft eben auch nachhaltig noch vorhanden sein wird. Deswegen sind wir in den letzten Jahren mit einer immensen Zahl an Aufforstungsflächen unterwegs gewesen. Wir haben in den letzten Jahren 17 Hektar angeforstet oder aufgeforstet. 17 Hektar, das ist eine sehr, sehr große Dimension. Wir haben 1900 Hektar circa insgesamt in unserem Stadtwald. Und in diesem Jahr kommen nochmal über 5 Hektar dazu, sodass wir dann über 22 Hektar in Weilburg sprechen. Und das kostet Geld, das kostet viel Einsatz, das kostet viel Pflege. Deswegen bin ich dem ganzen Team von unseren Forstwirten, von unserem Revierförster und von Hessenforst insgesamt auch sehr dankbar, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen und am Ende auch denjenigen, die das Geld zur Verfügung stellen. Heute machen wir das gemeinsam mit der Bevölkerung. Ein schöner Tag. Ich freue mich drauf. Wir pflanzen heute drei Baumarten. Wir pflanzen heute im Prinzip die Esskastanie. Die Esskastanie ist die Hauptbaumart, die wir pflanzen. Esskastanie kennt jeder von den Maronen, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt entsprechend gehen. Die Esskastanien brauchen allerdings, muss ich sagen, 10 Jahre, bis sie im Prinzip das Mannbarkeitsalter haben und wirklich im Prinzip Früchte geerntet werden. Dann haben wir uns für die Waldrand, damit sie im Prinzip ein bisschen aufgelockert wird, für die Felsenbirne entschieden und dazu ebenfalls aus Lichtbaumart werden die europäischen Lärchen gepflanzt. Das sind die drei Baumarten, die wir in den Boden bringen. Oben die Versuchsfläche ist entsprechend ausgezeichnet, das heißt die Pflanzfläche, und wir werden da dann versuchen, im Prinzip entsprechend vorwärts zu kommen. Wie schlimm steht es denn um den Wald überhaupt? Wenn wir das entsprechend betrachten, müssen wir klar feststellen, dass wir in einem der schlimmsten Katastrophen gerade sind, die wir seit Beginn der modernen Forstwirtschaft haben. Wir hatten eigentlich noch nie, dass es so im Prinzip zusammengekommen ist, wie es momentan der Fall ist. Sie müssen verstehen, der Bürgermeister hat es gerade gesagt, 3 Jahre Trockenheit in Folge gehabt und seitdem hat sich das auch nicht wieder im Prinzip hergestellt. Also, wir sprechen ja langläufig von Klimawandel, aber im Klimawandel, daraus resultierend, haben wir die sogenannten Extremwetterereignisse. Die Trockenheit, die Stürme, die wir haben, die Hagelschauer, das, was wir erleben, ist alles aus dem Klimawandel raus resultierende Wetterereignisse. Und diese Wetterereignisse setzen unseren Wäldern extrem zu. Man muss dazu wissen, dass die Gegend hier, wo wir sind hier im Prinzip in Nachhausen, das ist noch so der letzte Ausläufer des Hintertaunus, in der Lahn, die unten entsprechend lang verläuft, dort im Prinzip ist die Grenze und dort gehen wir dann in den Westerwald hoch.
Und hier, diese Gegend, ist eigentlich, was die Niederschläge angeht, 600 bis 800 Millimeter, die wir hier im Prinzip haben, von den Bodentypen. Wir haben Diabas und wir haben Basalt, wo wir hier drauf stehen, tiefgründig, ist eigentlich wunderbar. Das heißt eigentlich, wenn wir unsere Beständen schon feststellen, dass wir große Schwierigkeiten haben, dann sieht es im restlichen Hessen eigentlich noch viel schlimmer aus. Das sehen Sie auch, wenn Sie hoch im Prinzip nach Triedorf kommen und an die Sauerlandlinie fahren, wo die Fichtenbestände flächendeckend am Absterben sind momentan. Nach der Pflanzaktion warteten Getränke und gegrillte Würstchen am Sportlerheim von Drommershausen auf die fleißigen Helfer und Helferinnen. Ein Dank geht auch an den Sportverein, der diese Aktion so kurzfristig unterstützt hat. Also das war jetzt eine Veranstaltung vom Ortsbeirat, jetzt zum zweiten Mal. Im letzten Jahr waren wir ein bisschen dünn besetzt, aber heute, ich denke mal, wir sind bestimmt hier so an die 35, 40 Leute, die ganz, ganz fleißig Müll gesammelt haben. Vom Wetter her war es ein bisschen bedenklich, aber von 10 bis 12 war angesetzt und ja, bis auf einen kleinen Schauer ging alles wunderbar. Wir haben Einladungen verteilt an ca. 800 Haushalte, oben am Kästmarktplatz angefangen, dann in der kompletten Innenstadt und dann drüben Richtung Tennisplätze. Und ja, die Resonanz ist meiner Ansicht nach sehr, sehr gut. Wir freuen uns, dass wir die Landschaft vom Müll befreien konnten, denn unser Motto war ja in diesem Jahr raus aus der Natur, rein in den Müllsack. Und ja, das Ergebnis, finde ich, ist toll. Ganz, ganz besonders darf ich mich bedanken bei zwei jungen ukrainischen Frauen, die aus Hasselbach extra hier angereist sind, um hier uns zu unterstützen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Jetzt lassen wir die Aktion langsam ausklingen. Wir haben Wasser und Gebäck und ja, es fängt an zu regnen. Und was habt ihr alles so eingesammelt? Zigaretten. Nur Zigaretten? Also zu 95% Kippen. Ja. Kippen, Kippen, Kippen. Könnte man dagegen tun? Bußgelder. Und dann die Leute zwingen, die Kippen aufzusammeln. Danach würden sie es vielleicht nicht mehr wegwerfen. Etwa 700 Schüler laufen nach Schulschluss scharenweise den Karlsberg Richtung Bahnhof hinunter. Wer den Ahäuserweg sicher überqueren will, sollte den Zebrastreifen benutzen. Doch das tun leider nicht alle Schüler und Schülerinnen, wie Willi Kerkes vom Autoclub Europa immer wieder beobachtet. Wir berichteten bereits vor einigen Jahren darüber. Damals verhielten sich die meisten falsch, überquerten sogar bei geschlossener Schranke noch die Gleise. Wir haben ja im Landkreis 6 Schulen, die in dem Programm Besser zur Schule drin waren. Und da gehört auch die Schule hier in Waldburg als Gymnasium dazu. Und wir haben in allen 6 Schulen Schulbereiche haben wir Regelungen geschaffen, Mobilitätspläne mit Schulwegepläne, die eingehalten werden müssen, sind eingezeichnet. Und hier in Walburg am Gymnasium haben wir hier unten das Problem am Bahnübergang, dass die Schüler nicht den geregelten Weg über den Streifen gehen, sondern über die Gleise gehen. Und die Schulversicherung, die berufswirtschaftliche Schulversicherung, die gerät ja nur dazu, den eingeübten Weg zu gehen. Und das tun die meisten Schüler auch nicht. Die brechen aus und gehen über die Gleise. Teilweise gehen die Schranken noch runter, dann sind die innerhalb der Gleise gefangen. Der Lokführer kriegt einen Schreck, wenn der noch da Schüler sieht innerhalb der Bahngleise. Und das soll ja alles nicht sein. Ne? Und ich als Präventionsbeauftragter des Deutschen Verkehrssicherheitsrates stehe oft hier alle 2 Tage und weise die Schüler zurecht, wenn sie ausbrechen, und weise sie auf den Zebrastreifen zurück. Dass dort oft gefährliche Situationen entstehen, weiß auch Elternbeiratsvorsitzende Mandy Mietke-Hermann. Teilweise ist das wirklich ein Massenkonflikt, der hier anläuft, wenn die Schüler in einer großen Gruppe runterlaufen, dass sie wirklich kaum auf die Autos gucken. Es wird sich gebalgt dazwischen, also sie rutschen ja automatisch schon mal vom Fußgängerweg runter. Es sind ja doch einige Fahrzeuge dann auch unterwegs, von Elterntaxis halt her, auch Lehrkräfte oder andere Schüler. Und es ist schon nicht ohne, dass du da wirklich ganz bedacht
aufpassen muss. Es sind viele Schüler und dann ist es natürlich auch viel cooler, schräg rüber zu laufen, obwohl es ein weitaus längerer Weg ist. Ja? Also es ist immer wieder ein leidiges Thema. Bei einem kürzlichen neuen Ortstermin gab es jedoch nur noch wenige Schüler, die nicht den Zebrastreifen benutzen. Fast alle verhielten sich vorbildlich. Ui, Ida, guck doch mal, jetzt üben sie wieder. Ui. Humuckl. So, das ist euer Spielbereich, ja? Da habt ihr nichts zu suchen. Da draußen, da fahren die Autos. Das ist kein Spielbereich. Ja? Also diese Polizistin, also die macht die Regeln und die hält sich aber selbst überhaupt nicht dran. Welche Regeln? Na, die Regeln. Also, gibt es einen Spielbereich, dann gilt der auch für alle gleich. Aha, auch für Kobolde? Natürlich nicht. Auch in der heutigen Sendung darf er nicht fehlen. Wolfgang Eck von der Wirtschaftswerbung Walburg. Hallo Wolfgang, ich freue mich sehr, dass du da bist. Freut mich auch. Der Monat ist jetzt schon rum. Das letzte Mal, als du da warst, hast du uns schon ein bisschen was angeteasert. Was ist denn passiert in den letzten 4 Wochen? Ja, einmal hatten wir unsere turnusgemäße Mitgliederversammlung und neue Vorstandsmitglieder sind gewählt worden und wir konnten ein bisschen Rückblick geben auf das letzte Jahr. Zum Beispiel auch auf dein 25-jähriges Jubiläum, was wir hatten, nämlich unsere Gutscheine. Das sind schon 25 Jahre im Umlauf. Wir haben 1,5 Millionen Euro eingesammelt für die Region mit diesen Gutscheinen. Jetzt steht in diesem Jahr ein neues Projekt an, nämlich wir wollen den Gutschein digitalisieren. Das heißt, man kann dann auch Teileinlösungen machen. Wir haben ein Arbeitgeberportal, mit dem man dann auch den Geldwertenvorteil, also diesen Zuschuss, den man 50 Euro im Monat geben kann als Arbeitgeber, über uns machen. Und das wird ein spannendes Projekt. Das klingt sehr gut. Cool. Also bedanken möchten wir uns natürlich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern. Eike Dillenberger war viele Jahre im Vorstand, hat seinen Job, also seine Funktion in der Kreissparkasse gewechselt, ist deswegen nicht mehr angetreten. Ralf Weil ist neu dazugekommen in unseren Vorstand und Gabriel Mattes nach vielen Jahren hat sein Amt quasi nicht mehr fortgeführt und die Femke Herrmann ist die neue Werbeleiterin bei uns im Vorstand. Dann herzlichen Glückwunsch, Femke. Genau. Dann haben wir noch ein neues Mitglied bekommen, das 145. Mitglied, Margit Bach mit der Scheune, mit dem blauen Dach. Habe ich Margit Dach gesagt? Also Margit Bach mit dem Dach. Mit dem Dach, genau. Ist neues Mitglied geworden, das 145. Sie macht ja ein schönes Eventangebot in Weinbach und hat sich deswegen auch uns angeschlossen. Wir geben ja auch gemeinsam mit der Stadt Weilburg Weilburg Live heraus, wo auch die Margit natürlich seit fast 30 Jahren die Redakteurin ist. Und ich denke, das wird eine gute Zusammenarbeit. Und gerade gestern haben wir noch ein neues Mitglied bekommen, aber das verrate ich dann beim nächsten Mal. Oh, das ist ein super Cliffhanger, damit Sie auch alles nächstes Mal wieder einschalten. Danke, Wolfgang. Und kleine Voraussicht auf die nächsten Veranstaltungen, die so anstehen. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen. Off-Cam, jetzt sag's nochmal. Genau. Also vom 19. bis zum 21. April ist der Frühlingspark, die Foodtruck-Meile. Und an dem Sonntag, dem 21. veranstalten wir die Auto- und Mobilitätsschau in Weilburg, hauptsächlich auf dem König-Konrads-Platz. Wir haben über 50 Fahrzeuge dort, die man besichtigen kann. Und die meisten Autohändler aus Weilburg sind auch vor Ort. Wir haben Wohnmobile, E-Bikes, Motorräder, also Brownies und Radsportwagen sind auch vor Ort. Und das wird sicherlich ein spannender Tag, auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag an diesem Tag. Da freuen wir uns sehr und wir hoffen natürlich, das Wetter spielt mit. Jetzt ist es ein bisschen regnerisch, aber bis dahin sollte ja die Sonne ein bisschen rausgekommen sein, ne? Das denke ich auch. Das wird schönes Wetter und ich denke mal, da gibt es viel zu sehen, auch auf dem Frühlingsmarkt und der Autoschau. Freuen wir uns sehr. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Wolfgang. Und ich freue mich schon auf nächsten Monat. Ich mich auch. Bis dahin. Ciao. Ciao.
Fleischer ist ein Beruf mit langer Tradition und zählt zu den ältesten Handwerksberufen in Europa. Das Berufsbild hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Heute steht im Mittelpunkt das Veredeln des Fleisches. Denn die Menschen lieben hochwertige Fleischprodukte. Wer sich heute entschließt, eine Ausbildung als Metzgerin oder Metzger zu beginnen, entscheidet sich für einen modernen wie auch traditionellen Ernährungsberuf in einem der bedeutendsten und stärksten Handwerkszweige. Die Ausbildung zum Metzger oder zur Metzgerin beträgt 3 Jahre. Das gleiche gilt für die Ausbildung zum Fachverkäufer oder zur Verkäuferin. Bei Sippel in Weilmünster-Möttau erwartet dich mehr als nur ein Job. In unserem Team kannst du dich beruflich und privat entwickeln, wie es zu dir passt. Darum findest du hier eine Arbeitswelt, die dir neben einer Ausbildung mit Zukunft auch Freiraum für deine persönlichen Ziele und Träume bietet. Freu dich auf ein familiäres Umfeld, in dem du auf deinem Weg gefördert und unterstützt wirst. Für uns zählt nicht nur dein Schulabschluss. Wichtiger ist, im Team zeigst du Einsatzbereitschaft und bist verlässlich. Du bist aufgeschlossen, kreativ und lernst gern Neues? Dann bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich unverbindlich beim Heidehof Sippel, dem modernen Direktvermarkter mit Herz. Der Förderverein des Tiergartens Weilburg erlebt einen bedeutenden Wechsel in der Führungsebene. Hans-Peter Schick übernimmt den Vorsitz vom langjährigen Amtsinhaber Karl-Heinz Weimar. Der Förderverein, der seit mehr als 3 Jahrzehnten die Belange des Tiergartens unterstützt, hat mit Weimar einen engagierten Vorsitzenden verabschiedet. Karl-Heinz Weimar, ehemaliger hessischer Finanzminister, hat über viele Jahre maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Vereins beigetragen. Sein herausragendes Engagement wurde von der Mitgliederversammlung gewürdigt, indem sie ihn zum Ehrenvorsitzenden ernannte. Weimar wird somit auch weiterhin eine wichtige Rolle im Förderverein spielen und seine Erfahrung einbringen. Mit Hans-Peter Schick an der Spitze des Fördervereins steht nun eine neue Ära bevor. Unter seiner Leitung werden zukunftsweisende Projekte vorangetrieben, darunter das vielversprechende Schulbauernhof-Projekt. Diese Initiative verspricht, die Verbindung zwischen Bildung und Natur zu stärken und den Tiergarten Weilburg als einen pädagogisch wertvollen Ort zu etablieren. Was waren so die Höhepunkte in den 34 Jahren? Eigentlich kann man nicht konkret von einem bestimmten Höhepunkt sprechen, sondern von der Gesamtentwicklung, die ich als Höhepunkt jetzt derzeit mal sehe. Mit meinem Ausscheiden werden die anderen ganz sicher sehr pfleglich umgehen und weiter den Höhepunkt nach vorne schieben. Denn man muss eins sehen, 34 Jahre am Anfang hatten wir fast überhaupt nichts. Der Verein war winzig klein, irgendwie. Irgendjemand hatte die Idee gehabt, aber was Vernünftiges daraus gemacht wurde, wurde nicht daraus gemacht worden. Und es war mühsam, es über die Jahrzehnte hochzubringen. Das ist jetzt gelungen, sage ich mal. Und das ist natürlich erfreulich und ich hoffe, dass sich möglichst viele junge Familien und Kinder an unserem Tierpark weiter freuen. Was steht so an die nächsten Jahre? Also die wichtigste Aufgabe ist, weiterzuführen, das gute Fundament zu erhalten. Die waldpädagogische Arbeit für Kinder bleibt ein zentrales Thema. Die Schaffung des Schulbauernhofs ist das zweite zentrale Thema. Und das dritte zentrale Thema ist die laufende Arbeit vom Forstamt zu unterstützen, zu begleiten und ein Stück Mittler zu sein zwischen dem Forstamt und der Bevölkerung. Heute wollen wir in feierlicher Runde ehren, was Herr Weimar in 34 Jahren getan hat. Wir sind ja eine Forstverwaltung. Betonung liegt auf Verwaltung. Wir haben uns deswegen was ganz Besonderes überlegt. Wir sind hinabgestiegen in unseren Keller und haben mal geguckt, welche Dokumente wir aus den letzten 34 Jahren von Herrn Weimar gefunden haben. Welche Zeitungsartikel, welche Berichte. Und die haben wir alle in einem kleinen Film zusammengestellt. Lieber Karl-Heinz,
34 Jahre, das haben wir heute schon zu Recht oft gehört. 34 Jahre sind nicht nur eine unglaublich lange Zeit, sondern 34 Jahre, das ist am Ende der Beweis dafür, mit welcher inneren Überzeugung du dieses Ehrenamt ausgeführt hast. Ich will ausdrücklich und bin deshalb sehr gerne gekommen, um heute auch nochmal im Namen der Landesregierung ein herzliches Dankeschön zu sagen an jemanden, der 34 Jahre, wenn ich es richtig weiß, hier den Vorsitz übernommen hat, begleitet vorher und unterschreibt. Vielen, vielen Dank, Herr Weimer. Alles, alles Gute. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. Ist eine wahre Sinnesexplosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace. Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehme Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Kula. Am Samstag, dem 27. April, lädt das zweite Weilburger Demokratiefest ein. Unter dem Motto »Die Gedanken sind frei« findet die Veranstaltung im Spielmann Kulturzentrum in der Frankfurter Straße 42 statt. Der Spielmann Kulturverein organisiert das Fest in Zusammenarbeit mit der Stadt Weilburg. Kultur ist der Kitt unserer Gesellschaft und Demokratie, und Weilburg hat sich schon immer als Demokratieschmiede einen Namen gemacht.
Heinrich von Gagern aus Weilburg war beispielsweise der erste Präsident der Paulskirchen-Nationalversammlung. Das Weilburger Demokratiefest beginnt um 11 Uhr und bietet eine Vielzahl von Rednern. Das zweite Demokratiefest wird ein Forum bilden für alle, die Kultur treiben, hier in unserer Stadt und unserer Region. Ob das Gesangvereine sind, Musikvereine sind, ob das eine Buchhandlung ist, die Kreisenstadtbücherei, ob das Baukultur ist, der Architekturbüros unserer Stadt. Das gesamte Spektrum der Kultur ist eingeladen, beim zweiten Weilburger Demokratiefest mit dem Schwerpunktthema Kultur mitzuwirken. Wir freuen uns sehr, dass der erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer eine grundlegende Ansprache zu dem Thema Bedeutung der Kultur im Landkreis hält. Der Staatssekretär Christoph Degen vom zuständigen Ministerium kommt und wird zu uns sprechen. Und auch ich selbst darf zur Bedeutung der Kultur in Weilburg reden. Und viel Musik steht auf dem Programm und vor allen Dingen miteinander Netzwerk bilden der Kulturtreibenden in Weilburg und der Region und verdeutlichen, Kultur ist Kit für Demokratie und Gesellschaft. Am Nachmittag haben Besucher die Möglichkeit, zahlreiche kulturelle, politische und musikalische Gruppen kennenzulernen, die sich in den Räumen des Kulturzentrums präsentieren werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das vollständige Programm wird demnächst auf der Seite des Kulturzentrums veröffentlicht. Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns die Demokratie in Weilburg. Und ganz herzlich rufen wir hier und heute auf, dass noch weitere Kulturtreibende aus Stadt und Region sich bei dem Kulturfest beteiligen, mitwirken, ihre Wirken darstellen und gleichzeitig, wie gesagt, mit anderen Kulturtreibenden ins Gespräch kommen und damit das Gesamtanliegen fördern. Wer noch mitmachen will, einfach eine E-Mail an mich und schon ist er dabei. Auch an diesem Ostern und Karfreitag gab es wieder einen von unserem Sender produzierten Gottesdienst. Liebevoll gestaltet, dieses Mal zum Thema Kreuz. Wer es verpasst hat, die Sendung ist weiterhin online. Dieses Mal allerdings nicht ökumenisch wie in den vergangenen Jahren, sondern nur evangelisch. Die römisch-katholische Gemeinde hat sich anders entschieden, was wir im Team sehr schade finden. Ab Karfreitag, 10 Uhr, war es wieder soweit. Der Feiertagsgottesdienst in filmisch aufbereiteter Form ging online. Viele tausend Menschen haben bisher geschaut. Wer erfahren will, wer die größte Kreuzsammlung im Oberlahngebiet besitzt, sollte einschalten. Wir besuchten wieder viele große und kleine Kirchen im Sendegebiet und erfuhren dabei vieles zum aktuellen Thema Kreuz. Der Film ist auch weiter auf allen sozialen Kanälen, Lahntal Fernsehen, Weilburg TV und den kirchlichen Kanälen zu sehen. Begleitet wurde der Gottesdienst dieses Mal vom Kinderchor der Kantorei. So, das war's mal wieder von Weilburg TV und wie es neuerdings heißt, Lahntal Fernsehen. Wir hoffen, Sie hatten beim Zuschauen etwas Spaß gehabt und sehen uns, so Sie wollen, in wenigen Wochen wieder. Ihre Carina Schamp.